Die meisten Yoga-Lehrer, die sind ja total nett und politisch korrekt. Richtig? Ja? Ja. Genau, natürlich hat sie das von mir gelernt. So, die meisten Yoga-Lehrer sagen, hey, wenn du mittendrin nicht mehr kannst und du brauchst Pause, geh in die Position des Kindes. Das wirst du in dieser Ausbildung niemals hören. Niemals. Ich unterrichte noch nicht mal Position des Kindes. Und wenn du Pause wirklich, wirklich brauchst, geh in diese Position und mach Pause. Mit erhobenen Hauptes machst du Pause. Ja, das ist eine von Körpersprache her. Es ist eine sehr depressive Position. Mach das nicht. Mach einfach lieber so. Aber bevor du in dieser Position Pause machst, überleg dir dreimal, ob du wirklich Pause willst. Du hast gewisse Ziele. Manche wollen Handstand hinkriegen, manche wollen Spagat hinkriegen, manche wollen fitter werden, manche wollen beweglicher werden, manche wollen schmerzenlos werden. Okay? Das heißt, du willst eine Veränderung hervorrufen. Eine Veränderung kommt, wie sagt mein Vater immer so schön, mein Sohn, nichts ist umsonst. Okay? Und das Training fängt erst dann an, wenn es unangenehm wird. Vorher ein bisschen angenehm sich zu bewegen, so, oh, ist das schön. Da passiert nichts. Da passiert nichts in deinem Körper. Erst wenn die Muskeln so leicht vor Freude so zittern und wenn du merkst, oh, ich kann nicht mehr und wenn dein Gehirn, wenn dein Ego sagt, ich brauche eine Pause, das ist der Moment, wo dein Training beginnt. Und wenn jemand aber zusätzlich zu deinem Kopf sagt, hey, mach doch Pause, geh doch in die Position des Kindes, das ist, wie man dein Training sabotiert. Das ist eine Sabotage. Wenn eine ganz nette Yoga-Lehrerin mit Engelstimme sagt, hey, mach doch Pause. Okay, das ist kein Engel, das ist Teufel. Okay, und ich werde immer wieder wie ein Teufel klingen, indem ich sage, halt durch. Aber ich bin ein Engel. Das wollte ich nur so nebenbei so sagen. Ja, weil ich möchte, dass du dich veränderst. Ich möchte, dass du innerhalb von 10 Monaten einen Handstand hinkriegst. Ich möchte, dass du weiterkommst. Weil ich bin ja, mein Beruf ist Trainer. Ich sorge dafür, dass du eine Entwicklung hast. Und ich bin nicht Animateur. Mir geht es nicht darum, dass du mich magst, dass du eine schöne Zeit verbringst. Das ist nicht mein Job. Mein Job ist, dass du weiterkommst. Du kannst mich gerne hassen, aber ich sorge dafür, dass du Transformation erlebst. Ja. Und das Gute ist, jeder Teilnehmer, jeder, egal in der Ausbildung oder in der Stunde, jeder ist egoistisch. Und wenn du für dich merkst, das ist brutal anstrengend, aber ich komme weiter. Es bringt was, dann kommst du wieder. Ja. Und wenn du aber sagst, hey, es war total nett, wir haben super nette Stunden, 200 Stunden zusammen verbracht, aber eigentlich hat es nichts gebracht, ja, dann wirst du das auch nicht weiterempfehlen und auch nicht machen. Das ist sozusagen ein Geheimnis des Erfolges. Wenn du dafür sorgst, dass deine Leute vom Schmerzen befreit werden oder vom Handstand hinkriegen oder, die Leute kommen wieder. Auch wenn du fies bist. Okay. Einer der Gründe, warum ich Ausbildungen anbiete, ist tatsächlich, ich möchte das Yoga-Lehrer-Dasein beruflich gesehen ein gesellschaftlich anerkannt wird. Ja, nicht, dass du dich schämen musst, wenn du sagst, ich bin Yoga-Lehrer. Ja, und wenn du irgendwo eine gesellschaftliche Runde, eine Cocktailparty, wenn jemand dich fragt, was machst du? Ich bin eine Yoga-Lehrerin. Nicht, dass direkt die nächste Frage ist, und was macht dein Mann? Sondern ich möchte, dass Yoga-Lehrer wirklich, hey, cool, wo unterrichtest du? Ich möchte bei dir Yoga machen. Dass es direkt so ein Respekt erzeugt wird. Deswegen biete ich Yoga-Lehrer-Ausbildung an. Und um das hinzukriegen, müssen wir aber auch Tacheles reden. Weil es gibt einen Grund, warum das Bild vom Yoga-Lehrer so komisch ist, vor allem in Deutschland.
Und da müsste man gewisse Stereotypen einfach mal brechen und einfach mal auch Tacheles reden. Das werden wir sehr, sehr viel. Vor allem in den nächsten 3 Tagen werden wir sehr viel Tacheles reden und sagen, okay, das wird gemacht normalerweise, aber warum? Eigentlich Bullshit. Raus. Ja? Habt ihr schon gemerkt, mein Tonfall hat sich schon ein bisschen verändert jetzt. Ne? Also in Yoga sagt man oft, practice and all is coming. Das stimmt nicht. Wenn die Methode falsch ist, kannst du so viel Practice machen, da kommt nichts. Ja. Practice smart and all is coming. Du musst es verstehen. Manche Methode ist einfach, schlicht einfach unintelligent. Ja. Und manche Methode sind einfach mal veraltet. Stell dir mal vor, dein Arzt würde wie mit den gleichen Technologien vor 100 Jahren damit dich operieren wollen. Damit deinen Zahn ziehen wollen. Da wärst du auch ein bisschen erschreckt. So. Ne? Aber vor 100 Jahren war das Beste, was man damals machen konnte. Das heißt nicht, dass das der doof war. Ja? Und früher war Nokia Phone super. Okay, nur wir gehen weiter. Das ist der erste Schritt vom Inside Yoga. Es ist Evolution. Wir gehen definitiv weiter. Das heißt, all unsere Lehre, all unsere Methoden, die wir früher gelernt haben, heißt es nicht, dass es falsch ist. Für damalige Zeit haben sie das Beste getan. Aber unsere Aufgabe ist es, was können wir jetzt tun? Wir müssen jetzt nicht die 100 Jahre alten Techniken huldigen und sagen, okay, wir müssen das so machen. Es wäre so, wie wenn du noch immer noch so retro so telefonieren würdest. Kennt ihr das noch? Oder seid ihr jetzt schon zu jung, um das zu kennen? Okay, so manche haben gar nicht gelacht gerade. Das heißt, die wissen es gar nicht, was ich mache jetzt hier eigentlich. Also nochmal, was Yoga betrifft, ich habe immer das Gefühl, die Yogis, die haben immer die neuesten iPhones, die neueste Lululemon-Hose. Ja, aber wenn es um Technik geht, dann so, oh, Moment, lass uns traditionell bleiben. Wo ich denke, so, das greift nicht so ganz. Okay. Und da werden wir definitiv alles in Frage stellen. Okay. Das ist eine deutsche Tugend, skeptisch zu sein, alles in Frage zu stellen. Das habe ich in den letzten 30 Jahren hier gelernt. Okay? Also nimm es nicht persönlich, wenn ich was in Frage stelle, sondern rein sachlich. Auch wenn du bis jetzt geglaubt hast, 1 plus 1 ist 3, ich muss dann manchmal sagen, nee, wach auf, es ist 2, das sind 2.